Liebe Freunde, liebe Familie, liebe Kinder, ich bin 70 Jahre alt geworden und habe dazu ein Gedicht geschrieben. Gott gab mir ein langes Leben, 70 Jahre sind geschenkt, gab mir ehrliches Bestreben, ihm zu folgen und erlenkt. Schon mit 13 gab Bekehrung, neue Wünsche, neues Herz, gab mir geistige Ernährung, nahm das alte Herz aus Erz. Ohne Gott wär's Leben anders. Er hat es mit sich gefühlt, seinen Sohn aus Gnade sandte und hat meine Schuld getilgt. Erst im Nachhinein wird's sichtbar, erst im Nachhinein wird's klar, wie und wann gab er sein Licht mir und mich führte wunderbar. War wohl alles ohne Fehler, ohne Sünde, ohne Schmerz? Nein, doch aus den dunklen Tälern ging es wieder himmelwärts. Wichtig war nicht stolz zu werden, nicht auf eigene Kraft zu bauen, bei dem Heiland Demut lernen und nur ihm allein vertrauen. Gott ist treu, er führt die Seinen, auch wenn man es gar nicht sieht. Wenn man schwach ist, trägt alleine er uns durch und niemals flieht. Dieses Wissen gab mir Freude, große Freude in dem Herrn. Hört es bitte, meine Freunde, alle Menschen nah und fern. Es ist gut, in Gottes Hände unser Leben anvertrauen und ihn bitten, Herr, du sende, mich mit dir dein Reich zu bauen. O mein Herr, gib Geistesfülle, deine Leitung, deine Kraft, mit der Liebe mich umhülle, die allein Veränderung schafft. Ja, auch jetzt gibt's viele Kämpfe und ich lerne immer mehr, meine eigene Wünsche dämpfen, leben nur zu Gottes Ehr. Mein Gebet ist seine Weisheit neu erleben, neu verstehen, seine Stimme, die manchmal leise hören und nur seine Wege gehen. Sie lehrt mich, wann soll ich reden, wann ich schweigen, weinen soll, wann ich Trost und Mut soll geben, und im Frieden leben wohl. Immer gibt es diese Frage, will es Gott oder will ich's? Und ich will in jeder Lage suchen ihn und auch sein Licht. Ja, ich danke Gott für Hilfe, für Bewahrung, Schutz und Heil, dass er meine Sehnsucht stillte, dass ich bin von ihm ein Teil. Er bewahrte mich von Schaden, gab Familie, Kinder, Haus, alles kostenlos aus Gnade und ging mit mir ein und aus. Gott, der Herr, gab mir ins Leben eine liebe Frau, ein Heim, gab uns ehrliches Bestreben, ihm das Leben völlig Wein. Bin Gott dankbar für die Kinder, jede eine Welt für sich, für die liebe Enkelkinder, die wir lieben inniglich. Es war schön mit ihnen reisen nach Marienbad, Paris, ihre Neugier, Mut und Weisheit tiefen Frieden hinterließ. O mein Heiland, segne weiter uns als deine Menschen hier. Lebe selbst mit uns und leite bis ins Himmelreich bei dir. Ja, so viel Wünsche habe ich da von meinem Gott gesagt und von erster Linie also das Dankeschön, großes Dankeschön für das, dass er immer mit mir war. Er hat mich getrieben, gute Sachen zu tun in dieser Welt, wenn ich so zurückblicke. Es war so vieles und trotzdem, manchmal wollte ich weiterfahren. Ich wollte in Kinderheime fahren, ich wollte in Gefängnisse fahren. Ich wollte hier und dort das Wort Gottes verkündigen und auch den Leuten von Jesus erzählen. Da war da hinten ein Trieb, so wie es Paulus sagt, die der Geist treibt, die sind Gottes Kinder. Und auch jetzt ist immer noch vielleicht noch eine Zeit zu leben, ich weiß nicht wie lange, aber will auch weiterhin von dem Heiligen Geist getrieben werde und auch noch etwas Gutes für ihn tun. Sein Name sei gepriesen. Amen.